Hallo, ihr kleinen Sternengucker. Schön, dass ihr wieder bei uns im Sternenland zwischenlandet. An Altairs Stelle würde ich warten, bis das Ehepaar Peng schläft und ihnen dann alle Türen und Fenster zunageln. Wenn ihr die Folge gesehen habt, werdet ihr wissen, warum. Ja, Euer Majestät, selbstverständlich, Euer Majestät. Bis zum nächsten Mal, mein Sternenkönig. Was ist denn los? Auch wenn er unser König ist, Altair, manchmal stellt er meine Geduld auf eine harte Probe. Was stehst du da wie angewurzelt? Komm! Er jammert dauernd, dass er keine Geldlinge mehr hat, aber er unternimmt nichts dagegen. Und was könnte er dagegen tun, Gosho? Irgendwas, alles Mögliche. Ich habe ihm vorgeschlagen, wenn es nötig ist, veranstaltet doch Führungen durch die königlichen Gemächer, Euer Majestät. Er dachte, ich meine es ernst. Kommt herbei, Sternlinge, nur keine falsche Scheu. Nur für 5 Geldlinge könnt ihr den königlichen Schlafanzug sehen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, mein Junge. Und Leute, die sich nur andauernd beklagen, aber nichts unternehmen, sind bloß Mauler. Beim großen Wagen, ich brauche jetzt eine Tasse Tee und ein Nickerchen. Bis später. Das sind die Bauarbeiter-Clowns. Oh, oh, für das Ehepaar Peng brauchen die Jungs starke Nerven. Hallo, Oscar. Hallo, Leute. Oh, hallo, Frau Peng. Ist Tinti da? Ich möchte gerne mal wissen, wann Sie mit diesem marsianischen Lärm aufhören. Ich würde sagen jetzt. Na dann, also bis morgen, Leute. Macht's gut. Na, das ist typisch. So eine Unordnung. Wie soll ich denn jetzt aus meinem Haus kommen? Na ja, Sie könnten einfach drumherum gehen. Drumherum gehen? Warum sollte ich? Oh, hallo, Herr Peng. Das sieht ja aus, als hätte hier ein Komet eingeschlagen. Wie soll ich da aus dem Haus kommen? Das habe ich auch gerade gesagt. Altair meint, dass wir drumherum gehen sollten. Drumherum gehen? Ich will aber nicht drumherum gehen. Willst du etwa einen Umweg machen, Betty? Nein, das kostet mich viel zu viel Kraft. Wir sind gefangen in unserem eigenen Haus. So sieht's doch aus. Ich verstehe. Einen Augenblick, das haben wir gleich. Manche Leute machen aus jeder Sternmücke immer gleich einen Schnorchelfanten. Was, Flip? Erledigt. Na, wie ist das? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Naja, ich habe die Sachen beiseite geräumt, damit sie aus ihrem Haus gehen können. Na wunderbar, jetzt wo es nicht mehr da ist, wie sollen wir da wissen, wo es sich befindet? Und wenn wir nicht wissen, wo es sich befindet, wie sollen wir dann verhindern, dass wir darüber fallen? Du sagst es, Mausi. Hallo, Altair, was liegt an? Naja, ich wollte gerade, ach, ist schon gut. Hey, kommst du raus ein bisschen spielen, Tinti? Oh ja, natürlich. Ihr wollt einfach losziehen und euch amüsieren. Ja, ja, macht euch keine Gedanken um uns. Zieht einfach los und habt Spaß. Machen wir. Bis nachher, ja. Mama. Mach's gut, Papa. Bis später dann. Die Jugend heutzutage. Beim Jupiter. Deine Eltern sind ja dauernd am Maulen, Tinti. Wem sagst du das? Komm, lass uns am Marktplatz ein bisschen Treppen springen. Als die Clowns zurückkehrten, waren sie völlig durcheinander. Auf dem Clowns bei der Arbeit-Schild zeigte der Richtungspfeil nach oben. Deshalb dachten sie, sie müssten eine Treppe durch das Haus der kleinen Pupser nebenan bauen. Ups, ich meine, durch das Haus von Herrn und Frau Peng. Der Vorarbeiter gab ein paar letzte Anweisungen und schon ging's frisch ans Werk. Clowns machen nicht viele Worte, wie ihr wisst. Sie sind Männer der Tat. Herbei, nur keine falsche Scheu. Besucht die königlichen Gemächer. Beim Saturnring, das gibt's doch nicht. 5 Geldlinge pro Eintrittskarte. Na, meine Dame, möchtest du mal das Nachthemd der Königin sehen? Oder die königlichen Unterbuchsen? Na, wie läuft's denn so, Euer Majestät? Ausgezeichnet, wirklich wunderprächtig. Wenn ich noch ein paar Kunden gewinnen kann, wird es noch besser laufen. Gosho hat völlig recht. Jammern und Quengeln hilft nichts. Man muss versuchen, sich selber zu helfen. Herbei, nur keine falsche Scheu. Seht euch das königliche Gebiss an. Hallo, Oscar. Hallo, Leute.
Mit Erstaunen musste Altair feststellen, dass die Clowns eine Treppe zu Herrn und Frau Pengs Schlafzimmerfenster im ersten Stock gebaut hatten. Die Clowns machten erstmal eine wohlverdiente Pause. Hey, wartet doch mal! Bei allen Kometen, das gibt's doch nicht! Das ist deine Schuld, Altair! Na, das ist typisch! Ich hab doch nur die Sachen weggeräumt. Oh, sieh mal, da ist ja eine neue Treppe. Dann wollen wir doch gleich mal sehen, wo die hinführt. Nein, geht wieder zurück. Tut mir leid. Vielleicht sollte ich versuchen, etwas... Ja, nur zu. Tut euch keinen Zwang an. Klettert ruhig in unser Schlafzimmer. Nein, wartet. Das geht nicht. Halt, wartet, das dürft ihr nicht. Das ist ein Irrtum. Bitte kehrt wieder um. Ihr dürft hier nicht reinkommen. Das ist privat. Hier wohnen Leute. Das ist doch Schnatterer-Ding, mein Junge. Eine Brücke führt nicht in ein fremdes Haus. Dahinter muss irgendetwas anderes stecken. Oh, sieh doch mal. Ein hübsches Bild. Da drüben sind Bücher. Vielleicht ist das ja ein Wartezimmer. Aber ja, natürlich. Jetzt wissen wir, was es ist. Klar wie Sternenbrühe, das ist ein Wartezimmer. So ist es. Alles klar, das ist ein Wartezimmer. Das ist ein Wartezimmer, keine Sorge. Oh, verstehe, ein Wartezimmer. Oh, dann ist ja alles in Ordnung. Na prima, und was machen wir jetzt, hä? Stell das wieder hin, das ist sehr wertvoll. Ich bin völlig ratlos. Nicht anfassen, das gehörte Großmutter Peng. Na schön, hör zu. Ich glaube, ihr seid ziemlich durcheinander. Vielleicht sollte ich uns ein Tässchen Tee machen, das beruhigt. Natürlich, warum nicht? Biete doch gleich allen einen Tee an. Ja? Möchte etwa jemand einen Tee? Altair schlägt vor, einen Tee für uns zu machen. Danke, gern, sehr freundlich. Wie aufmerksam. Ich meinte doch nicht für alle, ich meinte für euch. Wenn Sie Tee trinken wollen, dann wollen Sie vielleicht doch noch ein paar Kekse und ein paar belegte Brote, was? Ja, gern. Lecker. Das sag ich nicht, nein. Das sind aber nette Leute. Da hast du den Sternensalat. Wir haben nichts im Haus. Dann werden wir eben was einkaufen, Betty. Da bleibt uns wohl nichts weiter übrig, Bill. Das ist typisch. Wartet, halt, Augenblick. Das übernehme ich. Einverstanden? Ihr setzt euch einfach hin und ich bin so schnell wie möglich wieder zurück. Altair war das Ganze natürlich ungeheuer peinlich. Und so versuchte er, den Schaden wieder auszubügeln. Altair macht eine Schnuppe, er hat den Ausgang gefunden. Er geht zur Haustür raus, warum sind wir nicht selber drauf gekommen? Los, kommt! Augenblick mal, wo wollt ihr hin? Eben noch wolltet ihr Tee und Kekse und jetzt wollt ihr eine Schnuppe machen? Ohne auch nur Danke zu sagen, das ist ungehörig. Was ist das? Die Clowns waren zurückgekommen, um die Treppe wieder abzureißen. Bei allen Monden des Saturns! Nach allem, was wir durchgemacht haben, nehmen Sie uns jetzt doch noch die Brücke weg! Es gibt Neuigkeiten. Ich habe Oscar getroffen. Die bringen das mit der Brücke wieder in Ordnung. Na, das ist typisch! Und ich habe dem König von eurem Problem erzählt. Er war voller Mitgefühl. Ach, wirklich? Voller Mitgefühl? Also, dafür können wir uns nichts kaufen. Ich grüße euch, geliebte Untertanen. Ich habe gehört, euer Haus ist voller Leute, die sich etwas ansehen wollen. Na ja, offen gestanden, euer Majestät, das Ganze ist ein Albtraum. Ja, so ist es. Wir haben eine schwere Last zu tragen. Seid ohne Sorge, euer König biegt das wieder gerade. Euer Problem hat ein Ende. Kommt alle mit, meine Untertanen. Ja, los, komm mit. Wo will er denn mit all den Leuten hin? Er kann uns auch nicht einfach unsere Gäste abspenstig machen. Endlich hatte es der König geschafft. Die Leute wollten für Geldlinge sehen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Was die Pengs nicht wussten war, dass der König eine Sternenautobahn quer durch das Schlafzimmer der Pengs bauen wollte. Das glaube ich einfach nicht. Der verlangt Geldlinge von Ihnen. Für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Das hat mir Goscho beigebracht. 5 Geldlinge, wenn ich bitten darf, danke. Das ist typisch. Ach, was für ein Tag. Ach, ja, der reinste Albtraum, Mausi. Du sagst es. Die Brücke ist weg, die Leute sind gegangen. Es ist alles wieder so, wie es war. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nichts, gar nichts ist los. Nur das, was nicht angebunden ist.
Das sollte ein Witz sein. Hm. Deine Eltern sind immer noch ganz schön niedergeschlagen, hm? Was machst du denn da, Tindy? Das bringt sie wieder auf Trab. Beim Jupiter, seht mal, was die Besucher gemacht haben. Was denn? Wo denn? Das ist typisch. Die Leute sind so rücksichtslos. Manche benehmen sich wie Schnorchelfanten im Porzipanladen. Du sagst es, meine Liebe. Wenn man ihnen den kleinen Zeh reicht, dann nehmen sie gleich den ganzen Fuß. Die kommen einfach in unser Haus reinmarschiert, als würde es ihnen... Was sollte das denn eben? Hast du es immer noch nicht begriffen? Die sind eben nur glücklich, wenn sie etwas haben, über das sie maulen können. Wir haben noch überhaupt keine Regierung. Die wirtschaften alle nur in ihre eigene Tasche. Was kann man da schon erwarten? Genau. Typisch. Unglaublich, was? Das war's, ihr Sternengucker. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedermaulen.